nicht mal aufhören damit? Wir müssen hier raus. Irgendjemand wird kommen und aufschließen. Man braucht mich. Bei der Auktion. Oder hat das gnädige Fräulein Angst? So ein Quatsch. Im Gegenteil. So kannst du wenigstens mal nicht weglaufen, wenn ich mit dir reden will. Denkst du wirklich, wir hätten uns noch was zu sagen? Wie oft noch? Ja, ich habe mich als Magd verkleidet. Nein, ich wollte dich nicht belügen. Und dass du Johanna heißt, war wohl nur ein Versehen, ja? Macht es eigentlich Spaß, sich immer nur im Kreis zu drehen? Weniger als dir. Wenn sie mich jetzt also weiterarbeiten ließen. Vielleicht habe ich wirklich einen Fehler gemacht, aber du bist störrisch wie ein Esel. Wo steckt bloß unser Verwalter? Keine Ahnung, ich habe Max auch nirgends gesehen. Theo, der junge Wein hat eine feine Mostnote, aber doch kein Mostrich. Verzeihung, Graf Ahlen. Soll ich ein paar Handkarren bereitstellen? Die Kunden werden in den Wein aus den Händen reißen. Das will ich meinen. Muss ich mir schon einen Platz sichern, Otto, oder habe ich noch Zeit für eine Tasse Tee? Geh nur, für unseren Gast werde ich selbstverständlich eine Kiste reservieren. Ganz recht. Den Jahrhunderttropfen lasse ich mir nämlich nicht entgehen. Wo ist Sophie? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Sie macht eben, was sie will. Jörg, leistest du mir Gesellschaft? Ich brauche deinen Rat. Aber selbstverständlich, liebste Magda. Hm? Vielleicht schafft es ja Jörg, Sophie in die richtigen Bahnen zu bringen. Magda, Magda, du kannst es nicht lassen. Was ist denn mit deiner Hand passiert? Ach, kleine Blessur, die ich mir im Dienste der Wissenschaft zugezogen habe. Ganz und gar nicht der Rede wert. Sag mal, Jörg, hast du auch manchmal den Wunsch, zur Ruhe zu kommen? Dieses ständige Herumreisen muss doch sehr anstrengend sein. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber eigentlich gefällt mir mein Leben so, wie es ist. Aber ein gemütliches Heim, eine Familie, ist doch am Ende das, was wir alle wollen. Ganz recht, am Ende eben. Aber da bin ich noch lange nicht. Wo ist Sophie? Wir waren zum Tee verabredet. Siehst du, das ist das, was ich meine. Sophies Kindereien müssen langsam ein Ende haben. Andere Mädchen in ihrem Alter sind schon längst verheiratet. Und du solltest auch langsam darüber nachdenken. Machst du dir etwa Sorgen um meine Zukunft? Nein, eher um Sophie. Sophie braucht einen Mann, der ihr die Flausen aus dem Kopf treibt. Und sie, wie soll ich sagen, bändigt. Bändigt? Oh, aufs Bändigen verstehe ich mich ausgezeichnet. Du glaubst nicht, was ich unterwegs schon so alles gebändigt habe. Fakire, Riesenschlangen, einmal sogar eine ganze Horde Tempeläffchen. Habe ich dir eigentlich schon erzählt von meinem letzten Abenteuer in Indien? Hallo? Wir sind hier eingeschlossen. Hört uns denn keiner? Nein, die Tür ist viel zu dick. Gräfin, Sie werden sich ausnahmsweise mal in Geduld üben müssen. Was ich muss und was nicht, ist allein meine Sache. Du hast recht. Ich will mich ja gar nicht immer mit dir streiten. Warum tust du es dann andauernd? Weil... Ich dachte, du magst mich. Ich mochte die Magd Johanna. Mit der hätte ich eine Zukunft gehabt. Wenn man sich liebt, dann ist alles möglich. Man muss es nur wollen. Bist du wirklich so naiv? Du glaubst wohl noch an Märchen wie ein Kind. Ich hätte nie gedacht, dass du so wenig Fantasie hast. Und zu begreifen, dass aus uns nichts wird, muss man keine Fantasie haben. Ich habe das einfach begriffen. Na, Benedikt, gibt's was Neues von Achim? Ich habe gerade mit dem Arzt gesprochen. Er sagt, dass er über den Berg ist. Da sind doch endlich mal gute Neuigkeiten. Das hat Achim Hartenstein zu verdanken. Wenn der nicht so schnell nach dem Arzt geschickt hätte. Ja, und bezahlt ihn mir auch noch. So, ich muss jetzt zum Metzger. Bevor ich zur Weinauktion aufs Gut Ahlen gehe. Na, Frau Gräbe, sind die Handtücher schon fertig? Ja. Gib mir das Geld, Leo. Und ein Bier aus Haus. Na danke, aber Bier trinke ich dann doch lieber erst abends. Na denn.
Weißt du zufällig, wo Anna ist? Zu Hause war sie nicht. Und ich muss ihr Achims Lohn noch geben. Ich habe sie eben auf dem Marktplatz gesehen. Wenn du dich beeilst, erwischst du sie bestimmt. Also dann. Schon bei dir zu Hause, um dir Achims Lohntüte zu geben. Oh, danke. Du kommst wie gerufen. Ich nehme einen Pfund von dem billigen Mehl und 4 kleine Kartoffeln. Ich muss mich beeilen, das Kind ist allein zu Hause. Natürlich. Danke, dass du Achim beistehst. Auch wenn er es nicht sagt, du hilfst ihm sehr. Und dass du jetzt seine Stelle hast. Ich denke, Achim ist froh, dass du sein Nachfolger bist. Wisst ihr schon, was er macht, wenn er aus dem Krankenhaus kommt? Irgendwie wird's schon gehen. Was du eben gesehen hast, das mit dem Geld. Mir sind nur ein paar Taler aus Achims Lohntüte gefallen. Die habe ich zurückgetan. Ich weiß, dass du ein anständiger Kerl bist, Benedikt. Also pass auf dich auf. Hörst du? Du weißt mehr über Habstein, dazu zugeben willst, oder? Nein, man hört so einiges. Das heißt, er nimmt sich, was er will. Ohne Rücksicht auf Verluste. Der Franzose schreibt, dass er noch nicht viel abgesetzt hat von seinem Wein. Was ist los mit den deutschen Händlern? Da kriegen die einen exzellenten Wein zum Schleuderpreis und nehmen ihn nicht? Wissen die, dass sie sich bis heute entscheiden müssen? So stand es in den Telegrammen, die sie mir diktiert haben. Der Sonderpreis gilt nur bis heute. Wer so ein Angebot ablehnt, muss ein ausgemachter Schwachkopf sein. Für den Preis bekommt man nicht mal ein Bier. Stimmt. Sie haben ganz schön draufgezahlt. Du begreifst gar nichts, oder? Ich will in diesen verdammten Club. Das ist es mir wert. Ich bin Fabrikant. Ich muss da sein, wo der Adel die wirklichen Geschäfte macht. Und wenn Otto von Aalen mir nicht freiwillig seine Zustimmung gibt, dann wird er eben gezwungen. Soll ich Noah ausführen? Soll ich Noah ausführen? Nein. Telegrafier noch mal an den Franzosen. Vielleicht hat sich ja noch was getan mit den Verkäufen. Wir haben noch eine Stunde bis zur Auktion. Komm, Noah. Ich brauche frische Luft zum Nachdenken. Für die Hände abgehackt, du Räuber! Ja. Na, grüß Gott, Frau Murger. Graf Aalen, ich höre, meine Schäflein bekommen in diesem Jahr einen ausgezeichneten Messwein. Ein Segen nach 2 schlechten Ernten, aber kommen Sie, Pater Johannes, überzeugen Sie sich selbst. Gern. Bitte schön. Ein guter Tropfen. Schwer zu sagen, ob man dafür dem Winzer oder dem Herrn danken sollte. Ja, ja. Aber Sie müssen den Roten auch probieren. Der ist genauso gut. Hier bitte. Ach, vortrefflich. Traust du dir zu, da hochzuklettern? Wenn es sein muss, steige ich auf das höchste Regal, um hier rauszukommen. Und zwar so schnell wie möglich.
erheben. Ist das etwa ein Problem? Ich dachte, das Kleid. Du solltest mich besser kennen. Dann wüsstest du, dass Kleider nicht das Wichtigste in meinem Leben sind. Worauf wartest du? Ja gut, versuchen wir es. Jetzt heb mich endlich hoch. Ja. Geht's? Ja, ich brauch dich nicht mehr. Der Franzose hat heute Morgen tatsächlich eine ganze Menge Bestellungen reinbekommen. Bis auf zwei Händler haben alle im Umkreis bei ihm bestellt. Na also, geht doch. Soll ich den anderen beiden einen Boten schicken? Dazu ist keine Zeit mehr, wenn du rechtzeitig auf dem Gut sein willst. Aber wir können... Kein Aber, die Auktion fängt gleich an. Du weißt, was du zu tun hast? Natürlich, Herr. Der Kutscher rührt sich also partout nicht von seinem Bock. Die Wölfe jammert er nur. Was bleibt mir also anderes übrig, außer das gebrochene Wagenrad selbst zu reparieren? So etwas kannst du? In der Wildnis sollte man sich zu helfen wissen. Und man sollte mindestens so unerschrocken sein wie du, liebste Magda. Das ist doch wieder typisch. Ich könnte Mord versinken und du würdest dich nicht darum kümmern. Wie? Wo warst du? Wie siehst du denn aus? Warum nur dieser Zorn, meine Schöne? Das fragst du noch? Gibst du Lina die Schlüssel zum Weinkeller? Ich habe merkwürdige Geräusche gehört. Im Weinkeller? Was soll denn da sein? Keine Ahnung, es ist ja abgeschlossen. Was ist das bloß für ein Benehmen? Jetzt siehst du, was ich meine. Bitte entschuldige, es war alles meine Schuld, aber ich war so wütend. Lina? Was war deine Schuld? Max? Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Es müssten viel mehr Einkäufer hier sein. Es sind doch wirklich alle Einladungen verschickt worden. Ja, so viele wie immer, gnädiger. Ja. Du warst die ganze Zeit mit der Gräfin im Keller eingesperrt? Ja, Lina. Zum dritten Mal, ja. Was, wo steckst du denn? Wir hätten dich hier dringend gebraucht. Verzeihung, ich war... Ja, später. Wir müssen anfangen. Herzlich willkommen auf Gut Aalen, meine Herren. Es freut mich, dass Sie... Wenngleich auch nicht so zahlreich wie erwartet, aber immerhin doch gekommen sind. Sie konnten sich bereits von der Qualität des Jahrgangs überzeugen. Und ich hoffe, Sie haben noch etwas übrig gelassen. Ich kann Ihnen in diesem Jahr die wohl besten Weine anbieten, die das Gut Aalen je hervorgebracht hat. Aber ich mache Sie nicht mit langen Vorreden quälen, sondern ruf als erstes den Riesling auf. Mein Anfangsangebot, 60 Taler. 60 Taler pro Fass. Aber meine Herren, das ist kein Preis für diesen edlen Tropfen. Sehr zum Wohlsein. Was ist denn hier los? Dein kleiner Bruder hat sich wohl am Wein vergriffen. Gönnen wir ihm den kleinen Schips. Alles in Ordnung? Mhm. Ich frage mich nur, ob es richtig war, den Posten als Vorarbeiter anzunehmen. Wieso? Ist was passiert? Nein. Manchmal denke ich, ich schaffe das nicht. Jede Arbeit ist am Anfang hart. Und die Arbeit schaffe ich schon.
Wo ist dann das Problem? Hartenstein lässt seine Sicherheitsvorschläge doch bald umsetzen. So sicher bin ich mir da gar nicht mehr. Hartenstein ist eine harte Nuss. Ich hätte auf Lotte hören sollen. Lotte, Grebe. Die kennt Hartenstein doch gar nicht. Das hat mich ja auch gewundert. Aber ich kenne dich. Du hast gute Ideen und schaffst, was du dir vornimmst. Wenn einer was in Bewegung setzen kann, dann bist du das, Benedikt. Dafür liebe ich dich. Au! Aua! Wieso bist du so miesepetrig abgerauscht, hm? Ich und miesepetrig? Niemals. Du kannst mir nichts vormachen, ich kenne dich. Gut, gut, du hast recht, aber jetzt lass mich los. Nur wenn du mir sagst, was du hast. Versprochen. Oh, Verrat! Ich kam als Freund, das wird mir heimtückisch vergolten. Ich bin weder heimtückisch noch miesepetri, ist das klar? Sophie, Sophie, benimmt sich so eine Dame? Tante Magda hat recht. Auf diese Weise wirst du nie einen Mann finden. Ich will auch keinen. Ach, das ist der Grund für deine... Jetzt sag nicht miesepetrigkeit. Doch, Sophie. Du warst wirklich miesepetrig. Ach, aber das macht nichts. Weil du nämlich eins nicht bist. Langweilig. Noch weiter kann ich mit dem Preis nicht runtergehen. Meine Herren, da mein Wein Sie bedauerlicherweise nicht zum Kauf animiert, schließe ich hiermit die Auktion. Na, Herr Fischer, gehen die Geschäfte schlecht? Nein, im Gegenteil, Graf Ahlen. Ich kann nicht klagen. Darf ich Sie dann fragen, warum Sie heute nichts gekauft haben? Tja, überall wird jetzt ein Franzosenwein angeboten. Und der kostet nur ein Drittel. Ich hatte gehofft, Ihr Wein wäre auch so billig. Wird ein schöner Essig sein, der Franzose. Das habe ich auch gedacht. Aber um ehrlich zu sein, er ist fast so gut wie Ihrer. Es tut mir leid. Aber jeder muss sehen, wo er bleibt. Ich mache Ihnen keine Vorwürfe, Herr Fischer. Graf Ahlen, was schulde ich Ihnen für den ausgezeichneten Messwein? Nichts, Pater Johannes. Aber wenn Sie allerdings da oben ein gutes Wort für mich einlegen würden... Nun, darüber lässt sich reden. Max, bring ein Fass Wein für den Pater. Ich danke Ihnen und es tut mir leid. Komm, Max. Einen Augenblick, Graf Ahlen. Ich hätte gern ein Dutzend große Fässer vom weißen Tafelwein und 10 Kisten von Ihrem exzellenten roten Burgunder. Mein Verwalter wird sich um die Lieferung kümmern. Herr Hartenstein lässt ausrichten, dass es ihm eine Freude und Ehre ist, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nur wenn du dich für geschlagen erklärst. Ich denke ja gar nicht daran. Geht dir also doch irgendwann die Luft aus, womit ich gewonnen habe? Ja, aber jetzt lass mich endlich los, Brock. Ich brauche ohnehin ein heißes Bad und ein paar warme Socken. Na, Max, hast du dich hier gut eingelebt? Geht schon, danke. Das ist Herr Overberg, bei dem ich 5 Jahre in Stellung war. Pater Max Johannes hat viel Gutes von Ihnen erzählt. Ich bin gleich wieder da. Meine Handschuhe liegen noch da drin. Ich vermisse dich, Max. Aber gegen die Liebe ist halt kein Kraut gewachsen, nicht wahr? Läuten denn bald die Hochzeitsglocken für dich und deine Johanna? Nein. Das Einzige, was sie interessiert, ist, Spaß zu haben. Ich habe zu spät erkannt, was für ein herzloses Biest sie ist. Dann wollen wir mal sehen, welcher Schmuck zu diesem schönen Stoff passt. Ja. Den hat deine Mutter schon zu ihrer Hochzeit getragen. Ja, wir haben ein Problem. Wir müssen den Ball... Oh. Für einen Moment dachte ich, deine Mutter Christine säße dort.
Du bist wirklich ganz und gar ihr Ebenbild. Was wolltest du sagen, Otto, wegen dem Ball? Es muss der schönste Ball aller Zeiten werden. Für die schönste Gräfin, die es gibt. Papa hat recht. Ich sehe wirklich aus wie sie. Mama hatte so wenig vom Leben. Sie war kaum älter als sie starb. Deshalb will ich noch jede Menge Spaß haben. Man weiß ja nie, wann es vorbei ist. Was soll das heißen, Otto? Die Auktion war ein Reinfall. Wir haben fast nichts verkauft. Der Weinkeller ist noch genauso voll wie vorher. Es hilft nichts, dann müssen wir eben die Reserven weiter angreifen. Wir haben doch noch Reserven. Was wir wirklich noch haben, Magda, das sind die Lagerbestände. Und die sind offenbar unverkäuflich. Heißt das, wir sind ruiniert? Otto, nun sag doch was!